Komm, wir machen mal Unboxing. Okay, dann testen wir mal die B und O, also Bang & Olufsen. H7 Play oder Play H7 oder wie auch immer. Und ich finde die total schön auf den ersten Eindruck. Aber bei guten Kopfhörern muss natürlich auch der Klang gut sein. Wir checken das und packen sie aus. Und jetzt hole ich die mal raus. Mit so einem schönen Leder hier oben. Und innen die Polster. Ja, muss man gleich mal ausprobieren, wenn ich sie auf habe, ob die auch gut sind. Die wirken ein bisschen hart. Das heißt, man kann sie auch so zur Seite drehen, schon mal praktisch. Ne? Dann kann man sie schön verstauen im Rucksack. Oder natürlich, wenn man sie aufsetzen will, so in diese Richtung. Und die riechen auch gut. Und steht auch riesengroß drin. L und R. Ne? Ihr kennt bestimmt das Problem. Man zieht die öfters mal falsch rum auf. Dann sind hier unten noch ein paar Knöpfe dran und so weiter. Aber das schauen wir uns gleich nochmal an. Wie bei eigentlich allen Kopfhörern, die ich bisher ausgepackt und getestet habe, ist eine Tasche dabei. Das ist aber fast schon, das ist schon fast keine Kopfhörertasche mehr. Das ist fast schon so ein Wanderrucksack. Also, das Teil ist echt riesig. Ich glaube, da könnt ihr eure Kopfhörer, da könnt ihr noch eure Mutter mit einpacken, ja. So, dann habe ich hier mal mein iPhone und versuche mal, die Kopfhörer mit dem Gerät zu verbinden. Und jetzt habe ich mich als erstes mal gefragt, wo sind eigentlich die ganzen Tasten an dem Gerät? Ja, das Abgefahrene ist, dass das hier so ein Touch-Sensor drauf ist. Das heißt also, wenn ihr im Uhrzeigersinn dreht, macht ihr die Lautstärke, glaube ich, lauter, gegen den Uhrzeigersinn leiser. Wenn man drauf tippt hier, bup, dann startet ein Song, dann kann man auch noch vor- und zurückwischen. Die ganzen Gesten, die stehen natürlich alle nochmal in der Beschreibung. Das heißt also im Prinzip, man kann also über diese Touch-Sensor-Fläche alle Dinge bedienen. Es gibt keine haptischen Knöpfe für die Bedienung. Ich bin ja ein großer Fan von so echten Knöpfen, weil man weiß ja manchmal nicht genau, wo man so ist und so. Da bin ich mal gespannt, wie das gleich mal funktioniert. Jetzt verbinden wir sie erstmal. Da steht riesengroß innerhalb der Kopfhörer, steht L und R. Also da kann wirklich nichts mehr schief gehen. Und dann ziehe ich die mal auf und check mal, was so geht. Gehen auch über die Ohren, das heißt, die drücken nicht auf die Ohren. Das finde ich immer gut. Die machen mich glücklich. Die gehen über... Gehen die automatisch aus, wenn ich sie... Nee, das war jetzt Zufall. Ah, ich bin jetzt irgendwie an diesen Touch-Sensor rangekommen, merke ich gerade beim Ausziehen. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ich probiere den mal aus. Nach vorne wischen macht man zum nächsten Lied. Zack. Zack. Wenn man nach hinten wischt, wahrscheinlich zum vorigen. Das ist ganz cool. Wenn man nach oben wischt. Keine Ahnung. Aber das mit der Lautstärke. Ganz ehrlich. Das ist totaler Schrott. Was ist das denn? Es geht ja gar nicht richtig. Ah. Ah. Hä? Ach, man muss es innerhalb dieses... Ach, okay. Man muss es wirklich in dem inneren Kreis hier machen. So. Und dann so, boah, Leute, ah, was ist das denn? Also ich ganz ehrlich, das mit drauf tippen, Start und Stopp funktioniert, mit Vor- und Zurückwischen, alles gut, aber die Lautstärke, ja, okay, naja. Ich finde, der Klang ist echt gut, also das hat mich überzeugt. Die Akkulaufzeit wird so angegeben, 20 Stunden hält der Akku angeblich durch. Ich habe mal so ein bisschen rumprobiert, bei mir waren es eher so um die 18 Stunden, kommt natürlich immer ganz drauf an. Aber das ist, finde ich, völlig in Ordnung. Also für mich wäre die Akkulaufzeit in Ordnung, hält auf jeden Fall den Tag durch. Und wenn man es abends an die Steckdose steckt, dann ist ja eigentlich alles gut. Also, die Kopfhörer sind schön, sind toll. Solange man nicht mit den Lautstärke lauter leiser Fummeleien rumdrehereien rummachen muss, sind die Dinger echt, echt schön. Also, schaut mal rein. Wie viel kosten die? 350 Euro kosten die aktuell, während ich das Video gerade aufnehme. Und gibt es die auch in anderen Farben? Ja.
Ja, die gibt es auch in anderen Farben, höre ich gerade aus dem Off. Das heißt also, ihr checkt jetzt mal den Link hier in der Videobeschreibung und da erfahrt ihr dann eben auf dem Link nochmal, welche Farbauswahl es da gibt und was der aktuelle Preis ist. Vielleicht sind sie inzwischen etwas günstiger. Ansonsten, ja, viel Spaß, checkt ansonsten die anderen Kopfhörertests, dann könnt ihr so ein bisschen vergleichen. Bis bald, tschüss. Wenn ihr jetzt noch mehr Videos haben wollt, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr mir einen Kommentar oder ein positives Signal hinterlasst sozusagen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann tschüss!